Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Alundra. Wir sind gerade in Navas Verlies. Das klingt unglaublich nach einem Dungeon und außerdem haben wir hier Gegner. Die sind bis jetzt nicht sonderlich schwer. Aber sie sind halt vorhanden. Und auch wenn sie weder Schaden machen noch viel aushalten, müssen sie halt weg. So, hier habe ich ein Fass. Mit dem Fass könnte ich irgendwo hinkommen. Ich weiß noch nicht, was mir das bringen soll. Deswegen gehe ich hier rein. Wieso ist sein Dungeon eigentlich ein riesiges Ameisenlabyrinth? Komm raus da. Dankeschön. So, kann ich die jetzt eigentlich aufplatzen lassen mit den Bomben? Ich hoffe doch sehr, oder? Ja, da ist eine Höhle. Da sind nur Löcher. Hier mal noch gucken. Und hier gucken. Gut. Da ist noch eine Höhle. Ich gehe hier rein. Das sind drei Höhlen. Oh mein Gott. Das merke ich mir doch nie. Das merke ich mir nie, Leute. Ich hätte erstmal echt linke Hand, linke Wand machen sollen. Oh nein. Moment. Was? Hä? Ich bin wieder am Anfang. Bin ich einfach versehentlich den richtigen Weg gelaufen? Moment, das probiere ich mal aus. Vorhin sind wir links reingegangen. Jetzt gehe ich mal hier rein. Ein anderer Raum. Selber Raum und andere Gegner. Interessant. Wenn ich hier links gehe? What? Das ist eine Truhe, aber da komme ich wahrscheinlich jetzt nicht dran. Nein. Jetzt bin ich hier. Okay. Vorhin sind wir links rein, dann kamen wir zurück an unserem Startpunkt raus. Okay, hier ist Wasser. Ich werde doch bestimmt die Kiste gebrauchen müssen. Oder? Aber konnte ich ja nicht. Ich gehe in die Mitte. Das war nicht richtig. Ich gehe nach links. Oh je, das könnte ein Stück dauern. Huh, und keinerlei Hinweise. So wie es mag. Random. Ich gehe in die Mitte, also hier unten in die Mitte rein. Mist. Dann gehe ich mal nach rechts. Okay, ein anderes Wasserlabyrinth. Ich gehe hier lang. Mist. Ich gehe hier wieder rein. Und jetzt hier rein. Jetzt müsste ich wieder beim Wasser sein, oder? Yes. Da komme ich nicht hoch. Komme ich hier hin? Ah. Rechts. Und hier? Okay, ich muss mir also nur merken, welche Räume mich wohin führen. Nur 100 Räume oder so. So, was ist hier? Goddammit. Und wenn ich hier geradeaus gehe? Ich mache das jetzt einfach mal nach auf gut Glück. Okay, wenn ich hier geradeaus gehe? Okay. Und nochmal geradeaus? Okay, und nochmal geradeaus. Wow, das war ganz schön geschickt. Mist, okay. Also geradeaus, geradeaus, geradeaus und dann rechts. Vielleicht. Mal sehen. Ich lasse jetzt absichtlich die Gegner alle stehen. So, hier. Und jetzt hier mal... Ah. Jetzt hier mal nach rechts, weil das der schwierigere Weg ist. Ah, Mist. Ja, gehst mal kurz zu Nava, danach kannst du vielleicht noch ein bisschen erkunden gehen. Hast ja dann noch Zeit bestimmt für die Folge. Kann doch nicht ahnen, dass da ein riesiges Labyrinth drin ist. Jetzt bin ich wieder hier, Mann. Wenn ich das Fass hier rüberschmeiße. Okay. Und jetzt das Fass hier rübernehme. Und hier hinstelle. Komme ich dann da rüber? Ja. Bringt mir das was?
Nein. Merkwürdig. In der Tat merkwürdig. Rechts? Oh, hier waren wir noch nicht. Was ist das? Moment. Okay, hier geht's wohl nicht weiter. Kann ich hier was... Mist. Kann ich hier was kaputt machen? Ist hier echt nichts? Ich kann doch nichts kaputt machen. Die goldene Mitte. Verdammt! Ach, Mensch! Ich verstehe gar nichts mehr. Gut, was ist hier? Mist, hier waren wir auch schon. Mann! Was ist das für ein Dungeon? Wer hat sich den ausgedacht? Welcher Sadist? Arg! So, gehen wir mal hier rechts rauf. Also hier oben war wir ja, glaube ich, noch nicht. Ein bisschen schwierig, die Übersicht zu behalten. Das sieht gut aus. Kann ich nicht aktivieren. Wieso kann ich die nicht... Derjenige, der durch dieses Tor gehen will, muss zuerst jede Kammer erleuchten. Etwas fällt in der Ferne mit einem dumpfen Schlag zu Boden. Ah. Also muss ich jetzt in jedem Raum das Lichtschild anschlagen, ja? Yes. Einmal. Pff, mach ich doch mit dem Bogen, bin doch nicht blöd. Geht doch nicht. Hab gedacht, ich kann ein bisschen cheesen, ein bisschen cheaten, aber nö. Au! Arschloch! Wenigstens droppen die sehr häufig was zum Heilen. So. Hoffentlich darf ich selbe Räume nochmal betreten, sonst wäre das nämlich echt mies. Ah, jetzt muss ich erstmal alles wieder aufsprengen. Weil ich nicht weiß, wo das Ding ist. Ah, da ist es. Gehen wir mal hier rein. Oh oh. Ha! Shit. Komm ich hier wieder raus? Ich komme hier nicht mehr raus. Das ist ja gemein. Das ist richtig gemein. Stopp! Treffer. Hier rein? Hier ist kein... Hier ist keine Lampe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, hab ich mir gedacht. Lass mich doch nicht verarschen, ich bin doch nicht blöd. Mist. Okay, aber man darf dieselben Räume nochmal betreten. Gut. Muss also keine unendlich lange Kette machen und dabei failen. Okay, das trifft sich... Ja, das trifft sich gut. Mist. Am Anfang kam ich hier so gut durch. Und jetzt... Jetzt hätte ich noch nie ein Spiel gespielt. Achso, ich muss... Ah, okay. Arg! Es ist so schwer zu springen! Der Xbox-Controller ist nicht so responsive, der ist einfach schon labbrig. Der ist ausgespielt. Komm ich da nicht hoch? Ich muss da hochkommen. Oh. Lass mich in Ruhe. Okay. So. So. So? Ich komme da nicht hoch. Da muss man doch hochkommen. Okay, ich komme da nicht hoch. Alles klar. Reicht nicht. Es reicht nicht. Geht's nicht mit dem Morgenstern? Offenbar nicht. Nein.
But how? Von hier? Das war ja ein Geniestreich auch wieder. Höp. 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 Das sieht aber schon knapper aus. So? Ist hier nicht ein Fass oder so? Das Gefühl, in manchen Räumen sollte eigentlich ein Fass sein. Mann! Ich bin so ungeschickt! Ich schieb's weiterhin auf die Perspektive. Ich glaube, langsam kauft mir das keiner mehr ab! Jawoll! Mist. Wie gewonnen, so zerronnen. Also der Triumph in dem Fall. Huh! Never again. Komm raus! Vielleicht kann ich dich hier einfrieren. Nein, kann man nicht. Was passiert, wenn ich alle Fischchen umbringe? Hier, Fischi, Fischi! Okay, weiter geht's. Das Problem ist auch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich in die Hauptkammer jetzt kam. Ups. Okay, dann gehen wir mal hier noch nach oben. Ich glaube, es ging rechts lang, ne? In die Hauptkammer. Aber es fehlen definitiv noch Räume. Hier der da zum Beispiel, da ist auch eine Truhe. Wie kommt man denn an die Truhe ran? Achso, mit den Fässern wahrscheinlich. Ah. Au. Bestimmt die Fässer von den Schaltern runternehmen, oder? Ah, ne, okay. Es ist wesentlich simpler. Ein Falke. Von dem wir, wie gesagt, immer noch nicht wissen, wofür der ist. Mist. So ein Pech. So, hier waren wir schon. Ah. Die Schlingel. Das gibt's doch nicht. Gut, das haben wir schon. Das ist hier rechts. Au. Au. Komm ran. Gut. Was ist hier rechts? Wir gehen jetzt einfach mal immer rechts. Eventuell finde ich ja noch ein paar Sachen. Scheinbar nicht. Achso, hier muss ich auch rechts. Aha! Ich hab's gewusst. Oh nein! Das war knapp. So, hep, hep. Mist. Hat nicht geklappt, nicht gereicht. So. Vorherragend. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, uns fehlen immer noch Räume. Ich geh mal weiter rechts. Okay, ah. Ach so. Das ist da in der Mitte. So, der da. Mich von dem hier besser. Ah, shit, ich bin wieder runtergefallen. Ich glaube das nicht. Oh, ich wünschte, der Xbox-Controller. Ich wünschte, der PS4-Controller würde besser mit dem Programm funktionieren hier. Aber das tut er nicht. Das ist doof. Naja. Also wir wissen ja, wie wir da hinkommen. Immer schön rechts lang. Na komm. Wir haben auch einen weiteren Raum noch nicht wiedergefunden, den ich aber schon gesehen hatte. Oder in dem ich schon drin war. Nein, rechts. Rechts. Und rechts drauf. Das ist ja kein Problem. Hier einfach mal wieder rechts rein. Und dann hier rechts rein. Und dann sind wir, glaube ich, da, ne? Ja, gibt doch bestimmt einen kürzeren Weg auch hierher. Okay. Yes. Nice. Mitte. Zurück kann man auch nicht. Mitte. Mitte. Waren wir auch schon. Mittig. Muss anfangen, wieder Gegner umzubringen, damit wir uns heilen können. Komm, sage ich das, droppen sie nichts mehr zum Heilen. Das ist ja auch cool. Nochmal die Mitte.
Leute, ich werde wahnsinnig hier drin. Ich höre Stimmen. Komm her! Hep, hep, hep. Cool. Hep. Ja, gut, hier waren wir auch schon. Gehen wir mal links lang. Aha, den Raum habe ich gemeint. Hier muss ja aber theoretisch... Theoretisch muss es ja hier irgendwie lang gehen, ne? Aha. Jetzt bin ich hier. Aha. Und nu? Hier geht's nicht weiter. Es geht auch nicht weiter nach rechts. Ich kann auch rechts nirgendwo hochspringen. Wie sieht's links aus? Hier ist eine kleine Nische. Da geht's aber auch nicht weiter. Oh. Ha. Dann muss es ja von links weitergehen. Hier hoch. Wo bin ich? Ich bin da hinten, ah. Ah! Okay, ich bin zumindest schon mal beim Schalter. Aber wie komme ich zu der Truhe? Solche Rätsel mag ich nicht. Das ist nämlich... doof. So, jetzt irgendwie hier rechts vielleicht. Einfach bloß so lange in eine Richtung drücken, bis man es versehentlich findet. Das ist... ja. Nicht cool. Das klippe ich in der Wand. Cool. Hier geht's trotzdem nicht zur Truhe. Ernsthaft? Ja, da. Zimmer. Da war ich nämlich schon. Ich hatte halt einfach nur das Pech, dass ich nicht den richtigen Frame getroffen habe. Schade. So. Rechts. Ich glaube, das haben wir alle. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wir haben alle. Nava, bist du hier? Wo zum Fick bin ich? Und wie komme ich darauf? Mysteriös. Ist das die Questinsel? Die Riddle-Insel? Ah. Aha! Moin! Oh, Leben! 40 HP, Leute! Das kann aber nicht Maximum sein. Dann gibt's 50 maximale HP. Ja, das kann nicht Maximum sein, weil wir könnten noch so viel erkunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so viel erkunden könnten. Aber hier jetzt schon... das maximale HP-Limit erreicht haben. Scheint mir doch recht unrealistisch zu sein. Okay, die Memory Card wird überprüft. Wir haben jetzt ziemlich guten Progress gemacht. Also, sage ich jetzt einfach mal. Auch wenn es nicht wirklich stimmt. Wir haben zumindest den Dungeon geschafft. Jetzt erstmal den scheinbar ersten Teil des Dungeons. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Erstens, weil ich kann. Zweitens, weil ich Borg habe. Ich habe von Borg. So, was kann man denn hier, was haben wir denn hier, gibt's hier noch was, ist hier noch was, was man, da ist so eine Kiste, an die komme ich so nicht ran, da muss es einen Trick geben, gucke ich gleich rein, ja, ich will nicht ins Wasser fallen, weil ich nämlich nicht weiß, ob ich da wieder raufkomme. Das würde mich nicht wundern, wenn ich dann nochmal durch den Dungeon muss. Okay, scheinbar ist hier alles Gucci, ich gehe mal rein. So nicht, dass ich so zu der Kiste komme, aber zu der Kiste komme. Nava! Schnell, sag mir, wie ich zu deiner Kiste komme. Ja, bist du das, Alundra? Sorgia ist gerade gegangen. Ja,
Er verlangt, dass ich ihm das letzte Wappen gebe und als ich mich weigerte... Hier, nimm den Stein und stell ihn in die Nische hinter mir. Schnell! Den Zolis-Stein erhalten. Episch. Leg den Stein in die Nische im Hintergrund des Raumes, Alundra! Hier? Alundra findet ein Regal hoch oben an der Wand und legt den Zolis-Stein vorsichtig dort hinein. Ha! Das Diamantwappen erhalten! Jetzt dürften wir alle Wappen haben. Vor allem, weil uns gesagt wurde, dass das letzte Wappen ist. Es ist Zeit, dass du die Wahrheit über Melsas erfährst. Er ist ein gieriges Monster von einem anderen Stern. Wir dachten, die Armee des Königs hätte ihn zerstört. Aber offensichtlich nicht. Er wurde nur gefangen genommen, nicht getötet. Der König fühlte die Macht von Melsas. Er wollte diese Macht für sich benutzen. Kannst du dir das vorstellen? Ha! Melsas fühlte den Machthunger des Königs und drang in seine Träume ein. Dadurch hatte er fantastische Visionen. Der König verschonte Melsas nicht nur, er gab ihm sogar einen gottähnlichen Status. Die Menschen beteten Melsas an und wurden durch die Träume, die er ihnen gab, vergiftet. Das heißt, er ist ein Alien und kein Gott. Hat sich aber trotzdem von dem Glauben der anderen Leute genährt. Für Melsas wurde eine heilige Stätte im See errichtet. Unzählige Abbilder wurden geschaffen und inbrünstig angebetet. Und dann, völlig unerwartet, zeigte Melsas sein wahres Gesicht. Er drang ins Unterbewusstsein der Menschen ein, egal ob sie schliefen oder wach waren. Eines Nachts hatte der König eine furchtbare Vision. Melsas regierte die Welt mit schrecklichem Blutvergießen. Das beunruhigte ihn so sehr, dass er die Abbilder zerstören ließ und die heilige Stätte versenkte. Der See wurde dann durch ein magisches Siegel verschlossen. Wow, das hat ja richtig Lore, das hat richtig Plot. Das Wappen des Siegels wurde in 7 Teile geteilt. Die Tapfersten des Landes wurden zu Wächtern über die 7 Stücke bestimmt. Danach wurden sie über das ganze Land verteilt. Aber Melsas fand andere, die ihn anbeteten. Damit erhält er seine Seele am Leben. Jetzt hat er die Murk entdeckt, fürchte ich. Mächtige Bestien, die zu dumm sind, das Böse in ihm zu erkennen. Sorgia, nein! Bravo, Alter, bravo! Ich hätte es dir auch nicht besser erklären können. Aber schließlich hast du die Weisheit von 300 Jahren in deinem verschrumpelten Hirn. So, Alundra, so sieht man sich wieder. Ich hoffe, du hast dich in der Zwischenzeit ausgelebt. Ich würde dich sonst nur ungern in die Ewigkeit schicken. Wirklich, es ist so schade. Du willst mein kleines Geheimnis wissen, ha? Gnadenloses Morden. Blutvergießen. Töten. Ja, Seelen auslöschen. Kaltblütiger Mord. Kleine, klägliche Seelen vernichten. Das liebe ich. Als ich Nirude vor deinen erschreckten Augen vernichtet habe, war das ein ganz besonderes Vergnügen. Vielleicht, weil du zugesehen hast. Töten vor Publikum. Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Also, Erlöser, sollen wir tanzen? Ungern? Okay. Da komme ich wohl nicht raus. Ist jetzt Bossfight-Time? Na dann, sag ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Alundra. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Wuffel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!